frisch auf, liebe Leute, und einen wunderschönen guten Morgen von der Korkenzieher-Trasse. Heute gibt es wieder mal ein klassisches Alltags-Vlog anstatt einem Wandervideo. Werde aber den Großteil, oder nicht nur den Großteil, ich werde alles zu Fuß zurücklegen. Werde euch so ein bisschen meinen Alltag zeigen und mal schauen, was sich heute so ergeben wird. Das allererste Ziel ist jetzt erstmal das Rathaus in Solingen. Da muss ich gerade mal einen Brief abgeben. Und dann gehen wir erstmal, denke ich mal, Richtung Rossmann, weil wir noch ein bisschen Katzenfutter holen müssen. Und das ist so der erste Plan, wie es jetzt hier im Vormittag losgeht. Und dann wünsche ich euch an dieser Stelle viel Spaß und schön, dass ihr dabei seid. GPS-Signal empfangen, sagt die Dame von Komoot, nur weil wir durch den Tunnel da durch sind. Absolut verrückt. Das ist, glaube ich, einer von zwei Tunneln, die es auf der Korkenzieher-Trasse generell gibt. Der andere ist der Rabasol-Tunnel. Den hatte ich euch ja auch schon mal in einem anderen Video gezeigt. Und laut den Informationen, die ich habe, sind das die einzigsten beiden Tunnel, die es so gibt in der Form. Und was ich interessant finde, ist hier diese, ich drehe mich einmal so, dann kann man das vielleicht am Anfang ein bisschen besser sehen. Diese Graffiti, die hier dran sind. Europa, Freiheit, Army, Friedhof, mein Weg beginnt da, wo ich aufhöre, anderen zu folgen. Okay, kann man so und so verstehen. Aber ich glaube, das ist eine ganz interessante Sache. Hier sind wir nicht ganz wie der Meer, Strand, nicht ganz Land. Okay, naja. Okay, auf jeden Fall wollte ich euch diese wundervollen Graffitis zeigen hier. Und somit geht es jetzt weiter Richtung Rathaus Solingen. Liebe Leute, herzlich willkommen am Rathaus in Solingen. Ich habe gesehen, da gibt es nur einen Nachtbriefkasten. Das reicht mir aber nicht. Deswegen werde ich jetzt gleich mal eben meine Maske aufsetzen, mal da reinlatschen und den Brief persönlich abgeben. Zumindest werde ich das probieren. Also im Prinzip ein ganz, ganz schickes Gebäude hier. Kann man nicht anders sagen. Es gibt deutlich schäbigere, aber auch deutlich schönere. Haben wir ja letztens in Remscheid gesehen, das Rathaus. Das ist wirklich repräsentativ. Erinnert mich sehr an das Rathaus in Hamburg. Diesen großen Vorplatz. Ich weiß noch, wir waren mal an Weihnachten da vor einigen Jahren. Wie da schön der Weihnachtsmarkt aufgebaut war und sowas alles. Aber das war richtig schön. Ich werde auf jeden Fall erstmal da reinlatschen, den Brief eben abgeben. Und dann geht es gleich weiter zum Rossmann. So, hat alles einwandfrei funktioniert. Alles Roger. Der Brief ist abgegeben. Somit geht es jetzt weiter zum Rossmann. Ich habe aber leider die Befürchtung, dass der Rossmann eventuell noch zu haben könnte. Weil wir erst 20 vor 9 haben. Macht nichts, dann gucken wir uns ein paar Highlights und Sehenswürdigkeiten da an. Die Kirche gibt es da ja und die eine oder andere Figur. Also würde ich sagen, geht's auf Richtung Rossmann und dann gucken wir mal, ob der schon auf hat. Wenn nicht, wie ich schon gesagt hatte, ich wiederhole mich, gucken wir uns ein bisschen die Innenstadt an und gehen dann, sobald der Rossmann auf hat, in den Rossmann. Thank you.
So, liebe Leute, herzlich willkommen zu Hause. Jetzt geht es erstmal an den angenehmen Teil. Und zwar wird jetzt erstmal gefrühstückt. Und während ich frühstücke, schneide ich gerne ein Video. Sofern es denn es gibt. In den letzten zwei Wochen war es ja eher mau. Habe ich ja schon in dem Wandervideo erzählt. Und ja, aber da bin ich noch dran an dem Wandervideo. Also ich denke mal, dass das Video, was ich jetzt hier aufnehme, wahrscheinlich eher rauskommt als das Wandervideo. Also werdet ihr vorher schon irgendwie Informationen bekommen darüber, wie der Stand der Dinge ist. Ich gucke jetzt gleich mal rein, dann sage ich euch auf jeden Fall schon mal, wie da der Schnitt vorankommt, bei welcher Minute ich bin, wie die Laufzeit ungefähr sein wird von dem Wandervideo. Und ja, nebenbei werde ich was essen und ja, dann würde ich sagen, guten Appetit. Seit dem letzten Take sind etwa 2 Stunden vergangen. Ich habe hier noch ein bisschen geschnitten. Ich ja noch Wäsche machen und so was alles. Also die typischen, üblichen Dinge, die man macht, ja, wenn man eine eigene Wohnung hat, Haus hat und so weiter. Zudem kommen natürlich auch noch ja, Kinder und sowas alles. Das wird dann halt eben auch nochmal ein bisschen aufwendiger. Aber so ist das halt, muss halt gemacht werden. Und ich wollte euch mal eine Geschichte erzählen. Und zwar habe ich meinen aktuellen Mobilfunkvertrag gekündigt. Und habe jetzt auch keinen Stress gemacht, irgendwie mir einen neuen Vertrag zu suchen oder sowas in der Art. Und habe Ende Januar einen Anruf bekommen von dem besagten Mobilfunkhersteller oder Anbieter, der mir verschiedene Neuverträge in Aussicht stellt. Habe mich auch für einen sehr interessanten Tarif interessiert und im Prinzip auch dem zugestimmt. Der würde allerdings erst laufen ab April 2022, wegen der Rufnummermitnahme und so weiter. Der Herr am Telefon, die Katze guckt mich gerade an, was ist los, Maggie? Und denkst, oh, was macht der da, ne? Ja, also auf jeden Fall, der Herr am Telefon sagte zu mir, mit dem und dem Smartphone, dem und dem Tarif und so weiter, das Telefon würde in 1 bis 3 Werktagen verschickt werden. Habe ich gedacht, 31. Januar, ja, Anfang Februar dürfte das Telefon dann da sein. SIM-Karte und sowas alles, das kommt dann später, das ist auch vollkommen in Ordnung. Das war auch so von ihm kommuniziert, ganz klipp und klar. Und habe in der vergangenen Woche, und so ziemlich genau Anfang Februar, am 8. um genau zu sein, bei der Hotline angerufen und gefragt, wie denn der Stand der Dinge wäre. Ja, das wäre auf jeden Fall in Arbeit, in Auftrag und der Versand würde vorbereitet werden und so weiter und so weiter. Ich möge bitte die vorangegangene Woche noch abwarten und mich, sofern ich denn nichts bekomme, in der aktuellen Woche jetzt heute nochmal melden. Da hing ich, glaube ich, eine Viertelstunde in der Leitung, bis da jemand dran ging. Und dann wurde ich nochmal weiter verbunden und so weiter und so weiter. Ihr kennt das sicherlich alle selber. Und mir wurde dann mitgeteilt, und ich bin mir ziemlich sicher, das war dieselbe Dame, mit der ich letzte Woche telefoniert habe, dass das Telefon erst verschickt wird eine Woche vor dem Vertragsbeginn, weil das ein Neuvertrag ist. Okay, dann wäre für mich bei dem allerersten Gespräch Ende Januar vollkommen in Ordnung gewesen. Da hätte er gesagt, pass auf, der Vertrag läuft ab, 1.4., du kriegst das Telefon und die SIM-Karte und sowas alles eine Woche vorher zugeschickt. Wäre das alles kein Problem gewesen. Dann hätte ich mir aber nochmal überlegt. Aber er hat mir klipp und klar am Telefon mitgeteilt, der Versand dauert 1 bis 3 Werktage. Das Telefon könnte ich schon nutzen. Und den Vertrag, die Rufnummermitnahme und sowas alles, das würde dann später erfolgen. Ja, habe ich gesagt, dann machen wir das so. Ja, leider war dem nicht so. Und demzufolge habe ich jetzt den Auftrag wieder storniert. Finde ich ja ein bisschen fragwürdig. Also klar ist natürlich logisch, dass die kein Telefon rausschicken, ohne einen gültigen Vertrag zu haben. Aber das hätte man trotzdem anders kommunizieren können an der Hotline. Hat man nicht getan. Ergo habe ich den Auftrag jetzt storniert. Werde mich anderweitig umschauen nach einem Handyvertrag mit neuem Telefon und so weiter. Weil das S10, was ich habe, das hat auch schon einige Kratzer und Risse im Glas und sowas alles. Und zudem ist der aktuelle Handyvertrag, den ich habe,
mit relativ wenig Datenvolumen ausgestattet, sodass ich doch teilweise, gerade wenn ich jetzt einen Livestream mache oder Instagram Stories und sowas alles, dass ich dann da doch relativ schnell an meine Grenzen komme. Deswegen werde ich mich jetzt weiter umschauen. Was es denn wird, weiß ich noch nicht. Aber das mal so als kleines Update. Wir haben jetzt 11:54 Uhr. Ich werde jetzt hier gleich noch ein bisschen die 7 Sachen zusammenräumen, ein bisschen Ordnung schaffen und dann müssen wir im Prinzip auch schon wieder los, meine Tochter abholen. Eine von beiden. Ich wollte euch doch noch einen kleinen Sneak Peek geben, fällt mir gerade ein. Und zwar bin ich aktuell bei 15 Minuten und habe bis jetzt eine Laufzeit von 1 Stunde und 10 Minuten und spiele euch mal ein paar Sekunden vor. So, liebe Leute, herzlich willkommen in Remscheid. Der größte Anstieg, denke ich, liegt erstmal hinter mir. Gleich geht es dann nach Kronberg nochmal einmal runter in Zahl und hinten wieder hoch. Jo, das soll erstmal genügen und jetzt geht's gleich dann wieder auf die Strecke. Wer kennt von euch den Film Allein mit Onkel Buck? Macaulay Culkin, aka Kevin, läuft in, ich glaube, ins Schlafzimmer rein, fragt seine Eltern nach einem anderen Wort für Eier. Die wollten ihm das nicht beantworten. Und er läuft dann raus, dreht sich wieder um und sagt: Nüsse! Also, Megafilm, wenn ihr den noch nicht gesehen haben solltet. Der ist ein bisschen was älter, so aus den 80er, Anfang der 90er Jahre. Sehr lustig. Ich weiß auch nicht, warum ich diesen Take jetzt damit anfange. Fiel mir jetzt spontan ein. Gerade den Funkturm gesehen am Wasserturm. Der ist immer eigentlich mein ständiger Begleiter. Den sieht man auch schon aus Kilometer weiter Entfernung und weiß ungefähr abzuschätzen, wie weit es noch ist bis zum Turm. Also ganz interessant auf jeden Fall. Das ist auch so eine Landmarke hier in Solingen, würde ich sagen. Eine der Landmarken. Und wir laufen jetzt Richtung Botanischer Garten. Laufen oben am Klinikum noch vorbei. Und dann schaue ich mal, was ich euch Schönes im Botanischen Garten noch zeigen kann. Da gibt es hier schöne Figuren noch. Und ja, deswegen machen wir uns jetzt auf den Weg zum Botanischen Garten. Bin extra ein bisschen früher losgegangen von zu Hause, weil sonst relativ zügig unterwegs bin. Aber da habe ich natürlich die Kamera meistens nicht dabei. Und da ist mein Timing ein bisschen anders als jetzt. Aber macht auch nichts. Also geht es erstmal heiter weiter Richtung Botanischen Garten. Ja, also der Botanische Garten ist richtig toll. Also hier kann man so viele unzählige verschiedene Pflanzen und Baumarten sehen. Ist ja im Botanischen Garten, ist ja auch klar. Diese verschiedenen ja, Figuren, da oben steht noch eine Raupe, ein Schmetterling haben wir gerade eben gesehen. Die sind von der Jugendhilfswerkstatt mal erstellt worden. Ganz interessant. Da hinten steht auch noch irgendwie was. Ich muss gleich mal gucken, dass ich das noch einfange. Aber ich wollte euch mal erzählen, dieser Riesenmammutbaum hier aus dem westlichen Nordamerika. Wie heißt es auf Lateinisch? Squoidae
Rhododendron giganteum. Also Wahnsinn. Mehr kann ich das noch nicht sagen. Der ist natürlich noch relativ klein im Vergleich zu vielen anderen sicherlich. Was aber auch sehr interessant ist, ist ja diese Rinde. Die ist so richtig grob, so richtig rustikal. Richtig toll. Also hier kann man das richtig. Also es hört sich an, als wäre es irgendwie hohl. Ist es aber nicht. Hier hat man schon mal irgendwie was abgeschnitten. Kommt so ein bisschen Harz raus. Wer weiß, vielleicht könnte das Kienspan sein. Nein, aber ich weiß gar nicht, beim Mammutbaum. Ja, ich denke schon, Harz hat ja prinzipiell jeder Baum. Da hinten stehen auch irgendwelche Fichten. Und ich kam auch schon mal fix auf die Idee, irgendwie zu gucken, ob hier irgendwelche toten Äste auf dem Boden liegen, wo man sich der Kienspan rausarbeiten kann. Total bekloppt. Da liegt natürlich nichts. Das wird hier alles gepflegt. Ist ja auch vollkommen normal. Und ja, also botanischer Garten. Auch dieser kleine Irrgarten oben, wo wir eben diese Empore hoch sind. Richtig toll. Als Kind bin ich in meinem botanischen Garten im Wuppertal gewesen. Da gibt es auch so ein, wie hieß das jetzt da hinten? Alpinium. Also richtig toll. Mit diesen steinigen Wegen da und alles. Das war für mich wie so ein Irrgarten. Fand ich richtig toll. Also da kann ich mich auch nicht satt sehen dran. Dann könnt ihr den Teich nochmal sehen. Da gehen wir gleich auch noch dran vorbei. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal zu einer der weiteren Figuren. Das ist eine Heuschrecke. Ich glaube, das ist eine Heuschrecke. Ich lasse jetzt einfach die Kamera mitlaufen. Ach, da oben, das kann ich euch auch nochmal zeigen. Ist auch ganz interessant. Ist im Moment gesperrt. Da wird aber eine neue Hütte gebaut. Die war wohl mal einsturzgefährdet. Richtig toll. Und die werden auch alle, diese ganzen Hütten, die hier stehen, werden oben mit so einem Naturdach ausgestattet, so dass da entsprechend dann Grünzeug drauf wächst. Da unten die eine Hütte, wo wir gleich am Ausgang rausgehen werden. Die sind da schon seit gefühlt einem Dreivierteljahr dran, die Begrünung dazu machen. Ich weiß aber, das sind keine Mitarbeiter vom Botanischen Garten, sondern das ist eine Fremdfirma. Hier haben wir nochmal eine Weißbirke. Europa und Kleinasien. Richtig toll. Also ich finde es schön, dass man so Schilder hat, dass auch jemand wie ich weiß, was das für Bäume sind. Und hier haben wir nochmal ein Grashüpfer. Genau, jetzt kann ich es auch nochmal vorlesen. So, die Skulptur wurde von der Jugendhilfewerkstatt entworfen und hergestellt. Aus Vierkantrohren geschweißt und mit getriebenen Kupferaugen verschönert. Getriebenen. Verschönert und durch Anlassfarben verziert. Jugendhilfewerkstatt. Erfreuen Sie sich des Anblickes. Bedenken Sie, es ist kein Spielgerät. Ja, das verstehen meine Kinder nicht, dass das kein Spielgerät ist. Die klettern trotzdem darauf rum. Da kannst du 100 Mal sagen, lass das sein. Da ist der Grashüpfer. Also richtig toll. Mega. Kann man nicht anders sagen. Richtig, richtig toll. Ja, und da gibt es wirklich eine ganze Menge. Da oben war noch ein Engel, da bin ich eben vorbeigegangen. Ich weiß gar nicht, ob ich den gefilmt habe. Ja, so sieht's aus. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns jetzt mal gemeinsam den Teich an. Und dann melde ich mich gleich wieder mit meiner Tochter. Bis gleich. So, liebe Leute, Kind Nummer 1 ist wieder eingepackt. Jetzt bin ich wieder am Heimweg. Das zweite Kind werde ich gleich auch noch abholen, aber da wird die Kamera nicht mit bei sein. Also bedanke ich mich bei euch an dieser Stelle fürs Zusehen. Falls euch dieses Video gefallen haben sollte, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert doch gerne meinen YouTube-Kanal. Mit diesen Worten bin ich raus und wünsche euch einen angenehmen Tag. Und wir sehen uns garantiert im nächsten Video. Bis dahin, euer Jörg.